Nach dem Kinderzimmer-Accessoire-Pack aus 2016 haben die Entwickler jetzt nochmal ein kleines Pack mit Klamotten für die Kinder veröffentlicht, diesmal aber eine Ecke moderner. Was denke ich über die neuen Sachen und ist das Pack die 5 Euro wert? Endlich gibt es mal wieder ein neues The Sims 4 Set, ein Satz, den wahrscheinlich noch niemand von uns jemals gesagt hat. Aber was will man machen? Es ist mal wieder soweit. Jetzt lag zwischen Ankündigung und der Veröffentlichung das erste Outfit-Set ja tatsächlich nur einen Tag, also ziemlich wenig. Es gibt nämlich ein neues The Sims 4 Set, mit dem es diese 24 Klamotten für Kinder gibt. Es gibt keine neuen Frisuren, die sind nur für Kinder, nicht für Kleinkinder. Ich würde sagen, wir starten da direkt schon mal innen, erstelle einen Sim-Modus, wo ja in diesem Pack ja der Hauptfokus liegt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erstelle tatsächlich erstaunlich wenig kleine Sims. Und ja, wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen durchgucken, wir haben schon einige Sachen erhalten, was direkt hier schon an den Vorschaubildern auffällt, hier gerade im Vergleich zum Oberteil aus dem Retro-Fit und Chic-Set. Die Klamotten sind von den Farben sehr gedeckt, da ist das hier ja wirklich knallig dagegen. Gucken wir hier einmal durch. Wir haben dieses, sieht so ein bisschen aus wie so ein Sportoberteil bekommen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also tatsächlich sieht sehr basic aus, was ich ja eigentlich immer ganz gut finde. Ich bin da relativ neutral. Die Jacke finde ich tatsächlich ganz cool. Ah, das ist so ein kuscheliger Stoff, wie so ein Lammfell hier so ein bisschen. Der gefällt mir tatsächlich ganz gut. Hier diese Variante kennen wir ja ebenfalls. Mit diesem Leopardenmuster da noch so ein bisschen mit drin. Finde ich auf jeden Fall ganz solide. Stimmt, so kuschelige Stoffe haben wir tatsächlich gar nicht so viel in The Sims 4. So wie es hier so ein bisschen für mich gerade spontan wirkt. Wir haben diesen Pulli mit einem Hemd drunter erhalten. Was mir hier auffällt, die Sachen, wurde schon viel auf Twitter kritisiert, sehen jetzt natürlich tatsächlich so ein bisschen aus wie einfach quasi erwachsene Klamotten auf die Kinder zugeschnitten so ein bisschen. Also jetzt nicht so mega die Kinderklamotten, wie man sie früher so getragen hat. Und das sieht hier tatsächlich aus, als wäre hier so ein Markenlogo drauf. Tatsächlich, der Pulli gefällt mir ganz gut. Ich muss sagen, ich kann die Kritik zum Teil nachvollziehen, aber meiner Meinung nach, zum Beispiel mit dem Kinderzimmer-Accessoire-Pack, da haben die Entwickler dann ja tatsächlich so ein bisschen Objekte im, sagen wir mal, klassischeren Stil mit reingebracht. Und da finde ich es jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn die Kinder mal so ein bisschen schickere Sachen bekommen. Ja, also auf jeden Fall müsst ihr auf jeden Fall, wenn ihr auch Kinderklamotten gerne haben wollt, das im Auge behalten. Hätte ich mir jetzt vielleicht tatsächlich doch nochmal ein paar buntere Sachen gewünscht, dann wäre das so ein bisschen so ein kleiner Kompromiss gewesen, sage ich mal. Das hier sieht jetzt tatsächlich ziemlich viel weiß und einfach ja so ein bisschen ja, zurückhaltendere Farben. Ja, ich weiß nicht, das gefällt mir jetzt irgendwie nicht so. Ah, oh, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Hier hinten, ich weiß zwar nicht genau, wie das in echt halten würde, aber es sieht auf jeden Fall ganz interessant aus. Ja, ich weiß nicht. Gefällt mir jetzt trotzdem nicht so mega gut tatsächlich. Also jetzt auch dieses Oberteil finde ich tatsächlich so ein kleines bisschen komisch. Diese Jacke haben wir jetzt hier eigentlich genau gleich nochmal, bloß nicht offen. Überzeugt mich jetzt hier tatsächlich nicht ganz so. Also allgemein, ja, ich verstehe jetzt nicht so ganz, warum hier zweimal quasi dieselbe Jacke mit drin ist. Finde ich jetzt ein bisschen komisch. Dann haben wir hier so einen Stoff mit diesen Quadraten. Gefällt mir jetzt leider auch nicht so wirklich gut. Also es trifft jetzt nicht so persönlich meinen Geschmack. Was man auf jeden Fall sagen muss, die Sachen hier für Kinder sehen auf jeden Fall so aus, als hätten wir sie noch nie im Spiel gehabt, was ich immer wichtig finde. Aber ja, dieses Hemd ist so ein bisschen basic. Ah, gibt es hier aber auch in einem ganz lustigen Muster. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Schauen wir mal hier weiter. Wir haben dieses T-Shirt bekommen, hier so reingestopft in die Hose. Ja, das finde ich dann doch tatsächlich ganz gut. Wir haben dieses Oberteil bekommen, hier so ein Pulli mit so längeren Ärmeln drunter, noch als Shirt. Ja, doch, das ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz solides Oberteil. Und wir haben diesen Pulli mit diesem kleinen Rucksack hinten dran bekommen, mit diesem Puschel. Finde ich auf jeden Fall irgendwie sehr süß. Der hat dann wahrscheinlich auch als Vorlage für das Symbol fürs Pack gedient. Ja, doch, da kann man nichts sagen. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Ich muss halt ehrlicherweise zugeben, würdet ihr jetzt eure Sims-Kinder im Alltag
einfach mit so einem Rucksack rumrennen lassen, das ist jetzt irgendwie nicht so wirklich was, was ich jetzt so bei meinen Sims mache. Das ist dann zum Beispiel auch der Grund, warum ich diese Bowling-Klamotten nicht so gerne nutze. Einfach aus dem Grund, wir haben zwar jetzt so ein bisschen so Sachen für einen spezifischen Zweck, aber extra dann die Sims fürs Bowling anzuziehen, finde ich dann so ein bisschen komisch. Genauso jetzt, der Rucksack ist zwar mega süß, aber ich würde den meinen Sims jetzt halt wahrscheinlich nicht unbedingt anziehen. Vielleicht, wenn man das jetzt hier also als Zweitoutfit macht oder so. Aber auf jeden Fall trotzdem ganz cool, dass er mit drin ist und dass wir mal so ein bisschen was anderes auch haben. Dann haben wir 4 neue Hosen bekommen. Wir haben einmal diese hier mit so kleinen Flicken drauf. Gefällt mir tatsächlich ganz gut. Ja, von der Musterauswahl ist da auch ein bisschen was dabei. Dann haben wir diese Hose, eine kurze Hose, relativ basic hier. Jetzt haben wir einmal noch eine andere Hose bekommen, die aber von der Form und vom Design irgendwie genau gleich ist wie diese obere, außer dass die Taschen hier anders sind. Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, warum das jetzt 2 verschiedene Hosen sind. Ja, es ist hier wirklich tatsächlich so, sieht so ein bisschen aus wie so eine Jogginghose. Also auch vom Stil hier tatsächlich durchmischt. Jetzt haben wir die passende Hose zum Oberteil. Die ziehen wir jetzt hier auch nochmal an, dass wir das hier mal in der ergänzenden Form sehen. So soll das dann aussehen. Ich finde, das erinnert mich so ein bisschen an, ja, es könnte jetzt auch ein Outfit von einer superreichen Tochter sein irgendwie. Neue Accessoires, habe ich schon gesehen, sind ebenfalls dabei. Ah, tatsächlich. Hier sogar ein paar verschiedene Sachen. Eine neue Uhr. Haben wir tatsächlich bis jetzt überhaupt Uhren so im Spiel gehabt? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ah doch, okay. Okay, also eine neue schicke Uhr. Sieht ein bisschen aus wie so eine Smartwatch. Hier sind so kleine App-Symbole irgendwie mit drauf. Wäre cool, wenn es das auch als Gameplay-Feature irgendwie gäbe. Fällt mir gerade so auf. Auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen unnötig wäre. Wir haben dieses... Sind da so Paillettensteine drauf? Wenn man seinen Sims ein bisschen Schickimicki-Strumpfhose anziehen will, ist das jetzt ebenfalls möglich. Wir haben ebenfalls noch neue Socken bekommen. Wenn man jetzt hier nicht mal den deutschen Move mit den Socken in den Schuhen. So, okay. Ja, ehrlich gesagt, die sehen tatsächlich ziemlich warm aus. Sind so Socken, die auch ein bisschen weiter nach oben gehen. Das sieht man jetzt hier nicht so gut. Aber, ja, sind halt Socken. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, hätte es jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt gebraucht, aber sie sind mit drin. Ich finde es auf jeden Fall ganz witzig, dass sich hier das mit diesem Logo so durchzieht. Das gab es ja so in der Form, glaube ich, noch nie in die Sims 4, oder? Dass sie sich da so eine imaginäre Marke ausgedacht haben und da dann so ein bisschen mitgearbeitet haben. Haben wir neue Gesamtoutfits bekommen? Wir sind ja jetzt gerade bei den Frauen. Wir haben tatsächlich ein neues Gesamtoutfit bekommen. Oh, ja, doch. Erinnert mich jetzt so ein bisschen an ein Oberteil, was wir schon mal für die ja, Erwachsenen-Sims bekommen haben. Jetzt aber auch dann so ein bisschen in groß. Wir haben hier verschiedene Farben, alles wieder sehr gedeckt. Auch Muster. Ja, doch, okay. Also, kurze Zwischenbilanz. Ich weiß nicht. Es sind schon ein paar coole Sachen dabei. Aber irgendwie die hier, diese Sachen, die ich hier gerade anklick, treffen jetzt wirklich nicht so ganz meinen Geschmack. Die Jacke... Und um dieses Video abzuschließen, es gibt noch neue Schuhe. Einmal dieses Paar hier, die sehen ja wirklich richtig fett aus, die sehen richtig dick aus. Okay, auch interessant. Die haben wir in verschiedenen Farben, viel weiß, bisschen was Bunteres. Bei den Schuhen dann plötzlich bunt. Ja, die Logik dahinter verstehe ich jetzt tatsächlich leider nicht so ganz. Okay, ja, die sind doch eigentlich ganz cool. Würde man, glaube ich, in echt jetzt auch so anziehen. Wir haben diese Schuhe, die so ein bisschen aussehen wie so Timberlands. Haben wir jetzt hier auch mit dabei. Also dieses Pack ist ein bisschen markenorientiert, habe ich tatsächlich das Gefühl. Ja, warum denn nicht? Also auch irgendwie von den Schuhen jetzt ziemlich warm, so wie es für mich aussieht. Die Klamotten ja auch so ein bisschen. Also tatsächlich nicht so ganz sommerlich. Finde ich auch sehr spannend. Ja, ja doch. Schuhauswahl finde ich ganz solide. Also die Schuhe sind tatsächlich eigentlich ganz cool. Die Farben, da hätte jetzt vielleicht auch noch ein bisschen was Buntes reingehört. Hier hätte ein bisschen was Neutraleres reingehört. Ja, doch. Aber was wollen wir abschließend sagen? Tatsächlich, ich fand die Idee von Anfang an sehr cool, ein bisschen modernere Klamotten mit reinzubringen. Ja, Umsetzung, ich weiß nicht. Also vom Stil hätte ich mir vielleicht dann einfach so ein bisschen was anderes gewünscht. Vielleicht doch noch so ein Ticken mehr... Nicht einfach erwachsene Klamotten für Kinder, so kommt es jetzt halt so ein bisschen für mich rüber.
Ja, mich würde da auf jeden Fall extrem eure Meinung interessieren, was ihr zu den Sachen denkt. Es wäre jetzt natürlich vielleicht noch ganz cool gewesen, wenn man die Sachen noch für Kleinkinder geportet hätte oder so, dass die einfach die gleichen Sachen bekommen hätten. Aber leider nicht. Was denkt ihr denn so zu den Outfits? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ihr könnt mir da natürlich gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Nächste Woche kommt dann das neue Wüstenoase-Set raus. Da gibt es dann neue Baumodus-Objekte. Bin ich auch sehr gespannt, wie die aussehen. Ja, das Set, wenn man unbedingt neue Kleinkinder- bzw. Kinderklamotten haben will, kann man da zuschlagen, wenn einem dem Stil so zusagt. Ansonsten braucht ihr das Pack eigentlich wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, ich spiele sowieso nicht so mega viel mit Kindern. Ich persönlich hätte es mir jetzt wahrscheinlich außerhalb dieses Videos jetzt nicht unbedingt gekauft. Aber das mit der Marke finde ich tatsächlich irgendwie eine ganz witzige Idee, da so ein bisschen mehr Realismus reinzubringen. Ja, damit würde ich sagen, ich verabschiede mich für dieses Video und man sieht sich in einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.